auf einer meiner eigenen Cons, aber ich bin nicht nur Spielleitung hier, ich bin auch NSC und zwar bin ich eine ziemlich schwarze Schwarzmagierin aus dem Süden von Aventurien für das schwarze Auge. Deswegen auch die Gothic-mäßige Robe, der Magierstab, die Hörnerhaube und meinen Flimflam, damit ich draußen auch meinen Weg finde, also meinen Lichtzauber. Ich bin mal gespannt, wie sehr ich frieren werde jetzt im November. Und ansonsten bin ich vermutlich diejenige, wo alle lange Zähne kriegen, weil ich böse bin und Tote und Dämonen beschwören kann. Aber hey, ein bisschen Spaß muss auch sein. Außerdem haben wir den schöneren Teil der Akademie gekriegt, also die Bösen. Wir bespielen hier im Grunde eine frisch gegründete oder relativ frisch gegründete, noch nicht ganz Magierakademie in Aventurien. In Aventurien ist das alles nämlich sehr genau geregelt vom Hintergrund her. Diese Einrichtung hier kann erst in ein paar Jahren zur Akademie gemacht werden, auf einem großen Konvent. Bis dahin ist es halt ein Kolleg, das Collegium Magicae. Und naja, wir haben hier im Hintergrund ein paar Leute sitzen, die hier auch unterrichten. Steff, der da hinten gerade ein bisschen was erzählt, ist hier eigentlich der Chef. Aber mittlerweile hat sich durch die Ereignisse, die wir ja hatten, wir bespielen das nämlich jetzt schon seit 3 Jahren, das hier ist die dritte und letzte Con, das hat sich ergeben, dass auf der Hälfte des Geländes jetzt auch ein anderes Kolleg sich eingenistet hat, nämlich ein so, ja, das sogenannte Institut der Arkanenanalyse zu Kuslik. Die haben alle Arten von Magiern in ihren Reihen, aber in diesem Fall sind es in erster Linie Schwarzmagier, die hier vor Ort sind. Deswegen ist eigentlich mehr oder weniger der Konfrontationskurs vorprogrammiert. Und naja, es wird die dritte und die letzte Con werden von dieser Reihe. Das heißt, schauen wir mal, wo das Ganze noch hinführt, dieses Wochenende. Langes Wochenende. Wir haben erstmal 2 Tage nur Akademiebetrieb, weil die Leute sich das gewünscht haben. Ich bin gespannt. Bei den meisten anderen Cons aus dem Aventurien Lab gibt es meistens eine Magierbegrenzung. Und die wollten wir bewusst mal mit diesem Setting aushebeln. Ja, worum geht es genau? Es geht eigentlich um meinen Charakter, Ephraim Illenblick, ein ambitionierter Magier, der sich es zum Ziel gesetzt hat, einen Kolleg, eine Akademie zu gründen, wo alle magischen Strömungen zusammenkommen können, um miteinander ja, zu kommunizieren und sich auszutauschen. In der Theorie klingt dieser Plan eigentlich ziemlich gut, wenn da nicht die ja, liebenswerte Schusslichkeit, Verpeiltheit und Unorganisiertheit des Schulleiters, also mir, ja, im Weg stehen würde. So schafft er es doch tatsächlich, sich regelmäßig in finanzielle prekäre Situationen zu bringen, aber sich auch mit einem Menakoritenorden anzulegen, weil ja, es doch mit den Kraftlinien, die sich hier kreuzen, ein bisschen gepfuscht wird. Ja, und so werden die Spieler immer wieder mit größeren und kleineren Katastrophen konfrontiert, die sie dann aber doch gemeinschaftlich gelöst kriegen. Da um mich herum ganz viele Spieler sind, möchte ich davon absehen, den Plot zu erläutern und zu erklären, was in den nächsten Stunden und Tagen passieren wird. Im Moment ist ein eher ambientelastiger Teil, sprich der eigentliche Sinn des Kollegs wird gerade erfüllt. Verschiedene Magierausrichtungen, aber auch Naturmagier wie Druiden und so weiter, finden sich gerade zusammen, tauschen sich aus und lauschen interessanten Vorträgen. Ich habe was vom Endokreisstück. Oha. Ah, die Menge staunt. Ja. Sagen Sie, wunderschön, der Großartige hat den Raum betreten. Da muss noch ein Schlaf geschafft werden. Ja, ja. Und jetzt kommen wir zum Zuckerkram. Nein. Erst musst du tun, was du versprochen hast, weißt du noch? Du musst dir ein paar Dinge anschauen. Ja, aber ich lange die Linie zu euch. Schau dir zum Beispiel mal dieses Zeichen an. Salix? Ja. Salix? Ja. Ah, nee. Die glüht fast heiß. Musst du nicht so Bilder sehen. Salix? Ja. Stell dich doch mal bitte in den Kreis. Ach, das ist der Kreis. Das ist der Kreis. Dann darfst du essen. Guck mal, zum Beispiel, möchtest du einen Keks? Ja, vielleicht. Dann werden die Schwarz auf. Dann hüpf doch zum Beispiel. Ja, genau. Hier ist der Keks da nicht. Ein guter Kreis wird natürlich verstärkt durch Paraphernalia. Zum Beispiel der Rechenschieber.
Hier, Salix, ich hatte versprochen, du kannst so viel essen wie du möchtest. Möglicherweise bleibt der Schelm zufrieden, solange noch Zuckerwachs vorhanden ist und fängt danach an, aktiver und aktiver versuchen, aus dem Bandkreis auszubrechen. Was dann meistens auch dazu führt, dass nach relativ kurzer Zeit der Bandkreis dann instabil wird. Alex, ich lasse dich gleich raus. Ja. Da möchte ich aber vorstellen, meine weitere Entwicklung. Ja, wie gesagt, aus meinen Erfahrungen beim Experimentieren mit diesen Bandkreisen hat sich die Notwendigkeit eines Schutzkreises entwickelt. Allerdings ist es natürlich auch nicht schön, nach meinen ersten Versuchen dann also dem Schelm gegenüberzustehen, ich im Schutzkreis eher außerhalb und zu warten, bis er keine Lust mehr hat. Manche Schelme, das kann schon ein bisschen länger dauern. Ja? Entsprechend habe ich das weiterentwickelt zu einer mobilen Version des Schutzkreises, die ich jetzt anlegen werde, bevor ich ihn dann also aus dem Bandkreis entlasse. Ihr seid euch sicher, dass ihr von Bergen landen seid? Ich möchte darauf hinweisen, dass die Entwicklung eines mobilen Schutzkreises an sich schon eine schwierige Magietheoretische Problematik war. Hat alles andere hat sich aber allerdings, wie gesagt, in dieser regelmäßigen wiederholten Familie. Ihr solltet die eine Küche noch sichtbar machen, sonst wird es eng mit eurem Schutzkreis. Oh ja. Einen rechten hinteren Punkt. Und das Birnenpentagramm. Nur jetzt eine letzte Frage. Ihr seid jetzt geschützt. Was bedeutet das? die anwesenden Zuschauer haben ja das Unwillen des Schelms wesentlich weniger erregt als ich. Von daher gehe ich davon aus, dass das schon. Geht ihr davon aus? Ich werde daher jetzt den Bandkreis machen. Ja, mach. Das kann man ja also. Ah! Jetzt! Ist das Absicht? Du hörst dich gern selbst reden, oder? Lern mal reimen und zu schleimen. Warum? Das funktioniert doch mal sehr gut. Ich gebiete, schweigst du Niete! Salix, das ist doch überhaupt nichts. Ah! Du bist in den Kreis gegangen, du hast deinen Zuckerback bekommen. Ja? Willst du was sagen, sollen die Reime plagen? Willst du nicht noch deinen Keks aufessen? Nein! Aber das ist ein Keks. Das ist mein Keks. Ich mach doch schon nicht schlecht. Tut mir wirklich leid, dass ich dich jetzt weiter frustrieren muss. Ah! Ach, Scheiße, das hast du vermerkt! Wir haben noch eine Rechnung offen, ich sag's dir! Müll sein, deine Kinder keine Schwänze haben, auch die Mädchen! Und jetzt sehen wir doch! Ach, gehen wir doch, wie viele Keks! Ja, also, wir haben noch eine Rechnung offen. Jetzt bist du... Oh,
war mein erstes echtes Lab. Was ich schon gemacht habe, sind Gewandungskons, hauptsächlich so aus dem DSA-Briefspiel entstanden. So einen richtig großen Unterschied gab es jetzt hier nicht, glaube ich, weil diese Lab ja relativ ambientig war und weniger mit Matsch und Schlamm zu tun hatte und mehr in Gebäuden stattgefunden hat. Ein großer Unterschied war, dass es kein Pen-Paper-Teil gab und auch, dass die Leute auch tendenziell sehr viel mehr in Rolle geblieben sind, also dass die Outtime sehr, sehr spät erst einsetzt, in den frühen Morgenstunden. Ich hatte eher gedacht, dass es schwer ist, so die ganze Zeit in der Rolle zu bleiben und sich vielleicht mal den dummen Spruch oder den schlechten Witz an der einen oder anderen Stelle zu verkneifen, weil ja doch die mehr oder weniger gelungenen Kostüme und Dekorationen doch verlangen, dass man sehr stark den Suspension of Disbelief einsetzt, aber das war dann doch leichter als erwartet. Lass mich doch nicht wie Nunz vorführen. Pomp! Nein! Doch! Im Leben nicht. Ja! Komm her! Runter! Was ist hier eigentlich los? Eierlieb! Raus! Runter! Nach dem eher gemütlichen Ambiente-Teil von Mittwoch bis Freitagabend gab es dann am Samstag aber doch noch Plot. Das Kollegium wurde in eine verzerrte Albtraumwelt geworfen, in der Arnibald von Arnett, gespielt von Anselm, über die Akademie herrschte und auch die anderen Rollen etwas anders verteilt waren. Das gefällt dem Herrn Breyer. Er hat vor Augen. Breyer, Peter! Na und? Kommt gut aus? Lenkerfleisch? Ja, das kommt gut aus. Ich möchte ein bei mir. Mit Zwiebeln? Ich muss mich ausdrücklich. Nein, ich muss das hier hinterlegen. Was ist das? Lass mich durch den Schuss! Nee! Das ist ja nicht. Arnett, was soll das? Das ist doch dieser Tunichtgut, von dem wir mir berichtet haben. Auf! Das ist der ehemalige Hausmeister. Unsinn, ich bin der Direktor des Kollegs. Das sagt er schon Unfall. Seit Wochen. Und seit zwischendurch war auch der Schrank von ihm kurz zerbrochen. Erhebe dich. Finde die Frau, die dir die Kehle durchgeschnitten hat und folge ihr. Ach, ist es wieder soweit für sein Gassi gehen? Ja, euer Gnaden. Ich rück ja schon blasch. Ja. Ich muss hab doch den Nachttopf oben rausgeholt. Nein, das sollen die Leben machen. Dieses Mannes. Ihr müsst euch doch nicht entschuldigen. Glaubst du kein Wort? Für das Gebaren dieses Mannes. Er ist der ehemalige Hausmeister und er ist sehr verwirrt. Er hält sich hier für die Spektabilität. Ich bin kein Hund. Er würde diese Akademie führen mit einer Bande von Idioten und Tunichtguten als Lehrpersonal. Es ehrt euch, dass ihr in diesem Fall nicht den Neoniten überlasst, sondern euch selbst um ihn kümmert. Er lebt in einer Traumwelt, nicht wahr? Er sei gesegnet. Ich hatte zwei Rollen, weil es gab zwei Teile auf dieser Lab. Es gab den normalen Teil, sag ich mal, an der Magierakademie. Da war ich ein Gildenabgesandter,
der im Namen der Grauen Gilde nach dem Rechten gesehen hat und, wie ich in der Rolle immer gerne sagte, Verwaltungsakte im Sinne einer Spektabilität vornimmt, da sie in Absentia einer Spektabilität qua Nichtexistenz einer Akademie nicht durchführbar sind. Die andere Rolle, die ich hatte, war ein korrupter Breiausgeweihter in einer Albtraumwelt. Diese Rolle hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da konnte ich mir ständig von meinem untoten Weinpagen das Glas füllen lassen. Und wer sich jetzt wundert, warum ein Breiausgeweihter sich von einem untoten Weinpagen das Glas füllen lässt, der hätte da rein gewesen sein müssen. Du sollst nun spüren, die Angst vor deinem inneren Selbst. Bösewicht Aranet ließ jedenfalls keine Gelegenheit aus, seine Schüler im Albtraum zu bestrafen und zu quälen. Eigene Ängste quälen dich. Ihr alle könnt ihn sehen, aber er kann uns nicht sehen. Ich habe drei verschiedene Rollen gespielt auf dieser Veranstaltung. Eine Schwarzmagierin aus Fasar, die von einem privaten Lehrmeister ausgebildet wurde und jede Menge unnütze und völlig nützliche Sachen konnte. Dann meine große Rolle war ein Spinnendämon, den ich ab und zu spielen durfte, und zwar insgesamt dreimal mit einer ganz schaurigen Maske. Das gibt es bestimmt auch im Video zur entsprechenden LARP-Veranstaltung zu sehen. Und ich wurde mächtig verprügelt. Eigentlich sollte ich zwei riesengroße Schwerter haben. Das ging aber nicht, weil die so groß waren, dass ich sie gar nicht halten konnte. Und da habe ich mich mächtig verprügeln lassen. Meine einzige Rolle war eigentlich schreiend und grunzend und Zischlaute von mir gebend auf die Spieler zuzustürzen und kräftig draufzuhauen. Ivy durfte in ihrer Rolle jeden Durchgang des Albtraums beenden, der sich circa jede Stunde wiederholte. Besiegt werden konnte sie nur von Aranet. Jede Runde verloren die realen Körper der Spielercharaktere einen Lebenspunkt. Sie mussten sich also etwas einfallen lassen, um dem Albtraum zu entkommen. Pack ihn doch in Rücken! Was ist das überhaupt? Was bist du, Wiese? Nichts, oh. Dein Grund, runter zu sein. Auch nicht an, das passiert nicht. Das gelang am Ende auch. Der reale Aranet wurde als wahnsinniger Zausel im Keller der inoffiziellen IAA-Zweigstelle gefunden. Die wussten also, was du hier getrieben hast. Ich hoffe, sie teilen ihre Forschungsergebnisse. Das ist meinerlei, Aldo. Tu mal so, als hätte ich das nicht gehört. Hat es dir gefallen? Das sind die Finger von ihm. Wobei es ihm noch gelang, Steffs Ilmenblick mit einem Giftdolch zu erwischen. Weißt du, was mir gefallen würde? Was? Mir würde gefallen, Feuerchen unterfahren. Feuer wollen wir was wissen. Dass du mit mir kommst! Bringt ihn raus! Hier, halt! Bringt den Blick raus! Ein Messer! Ich hab einen Messer. Wenn jemand, der stärker ist, ihn vielleicht rausholen hier aus dem Dunkeln? Sofort. Fragt ihr raus! Nehmt ihr das Messer? Wer mit irgendwas zugestochen hat, sollte den nicht durch die Gegend tragen, sondern zügig eine Dämonenbahn sprechen. Euer Gnaden? Bleibt bitte hier! Könnte eine dämonische Wunde gewesen sein. Doch DSA-Spieler wären nicht DSA-Spieler, wenn sie ihren Akademieleiter einfach aufgeben würden. Aber ich weiß nicht, jetzt ist er umgefallen. Ich bin lange genug gesessen. Was ist mit Ephraim jetzt? Ich weiß es nicht. Er ist gerade wieder ohnmächtig, bewusstlos geworden. Nachdem die Heilung ja funktioniert. Das hast du auch gespürt, es hat funktioniert, ja. Es ist ja zugewachsen. Wächst zu. Wie auch immer. Wir können ihn rübertragen. Nimm es einmal aus. Wenn man als LARP-Organisator Lust hat, auch ein DSA-LARP zu machen, erstmal hier die gute Nachricht, das geht und es ist völlig kostenfrei, also es kostet gar nichts. Jeder kann total gerne das schwarze Auge LARP machen. Wir freuen uns darüber und wenn es richtig gut ist, komme ich vielleicht sogar vorbei. Um in der Aventurien-LARP-Kampagne mitzumachen, muss man eigentlich auch gar nicht viel groß tun. Eben die einzige Bedingung ist, dass man sich eben an Großteil der publizierten Setzungen hält
Und ja, schön ist es natürlich, wenn man sich bei uns meldet, dann kann man auch das Aventurienlab-Logo mit benutzen. Wenn man die Veranstaltung entsprechend vorher macht, ist das und uns einen Blogbeitrag liefert, ist es zum Beispiel auch kein Problem, auf unsere Homepage drauf aufmerksam zu machen. Wir haben jetzt auch schon wiederholt im Aventurischen Boten Features gebracht zum Thema Lab, haben einzelne Spieler mit Kostüm vorgestellt oder auch schon über verschiedene Veranstaltungen berichtet. Das alles kann man haben, wenn man Aventurien-Lab macht. Aber prinzipiell kann das auch jeder andere ein DSA-Lab machen.